Ja, zum letzten Vortrag darf ich Sie jetzt noch begrüßen. Danke fürs Aushalten. Bei mir geht es heute um das Thema Holzfassaden, also jetzt ein sehr praktischer Teil im Kontrast zum letzten Vortrag. Und ich halte den Vortrag heute aus meinem Passivhaus in Massivholzbauweise. Übrigens, genau auf den Tag heute vor 11 Jahren wurden die Elemente versetzt, ist mir gerade vorhin aufgefallen. Das nur am Rande, dass Sie wissen, von wo aus ich übertragen werde. Gut, ich starte. Als ich den Vortrag begonnen habe zu konzipieren, habe ich einmal in Google eingegeben das Thema Holzfassade. Hier das Ergebnis, zumindest war das damals vor 2, 3 Wochen das Ergebnis, zeigt schon eine sehr große Vielfalt. Und was noch dazu kommt, was auffällig ist, es werden meistens sehr schöne neu verbaute Fassaden gezeigt, wo das Holz noch nicht verwittert ist. In dem Fall haben wir sogar zwei vorverkraute Gebäude dabei, aber sehr selten werden diese Übergangsphasen gezeigt, wo das Holz noch nicht so schön homogen verkraut ist. Ich möchte auch beginnen mit einem Zitat aus den Fassadentexten von Waltraud Seidelhofer. Es gibt keine Möglichkeit, den Fassaden zu entrinnen. Die Fassade ist immer das Offensichtliche. Und noch ein Zitat von Tobias Götz vom sehr renommierten Schweizer Planungsbüro Firmin Jung. Die Holzfassade kostet rund 10% des Holzbauauftrags, entscheidet aber zu 90% über die Akzeptanz des Holzbaus. Also ich will damit einfach nur bewusst machen, gleich zu Beginn, wie wichtig das Thema der Fassade ist. Und wir bei der Firma Sieger haben uns einfach bemüht, mit unseren Entwicklungen und Patenten der Holzfassade zu einer möglichst langen Lebensdauer und zu einer möglichst langen, sehr guten Qualität zu verhelfen. Mein Vortrag gliedert sich heute in 6 Punkte. Ich beginne mit der Typologie, wo wir auch ein paar Begriffe abgrenzen, setze dann fort mit der Konstruktion, also da schauen wir dann hinter die Fassade. Wir gehen an die Oberfläche dann wieder, beschäftigen uns dann mit der Nachhaltigkeit. Und am Ende, je weiter ich zum Ende komme, desto mehr werde ich auf die Bilder überschwenken. Also Text wird weniger, Bilder werden mehr. Und behandle dann noch ein paar Trends. Und zum Ende gebe ich Ihnen noch ein paar Literaturempfehlungen. So, eine Folie zur Firma Sieger. In Zimmererkreisen kennt uns jeder in Österreich und Deutschland und darüber hinaus. In Planerkreisen sind wir teilweise noch unbekannt. Daran arbeite ich, dass sich das ändert. Ich bin bei Sieger zuständig für die Betreuung von Architekten und Statikern. Sieger, für alle, die es nicht kennen, ist Spezialist für die Holzbefestigung, also Ingenieurholzbauverbindungen, Terrassen, Fassadenbefestigungssysteme. Und ein Novum bei uns ist das echte Zimmermeister mit sehr langer Praxiserfahrung, Problemlösungen entwickeln. Die wissen einfach aus ihrer Praxiszeit, wo hat es aufwendige Detaillösungen gegeben oder welche, die mit Bauchweh realisiert worden sind, wo die Sicherheit vielleicht nicht gegeben war oder wo man genau gewusst hat, der konstruktive Holzschutz ist nicht am Optimum oder sogar mangelhaft. Genau für solche Problempunkte werden bei uns in der Firma Lösungen entwickelt, die es dann in Form von Produkten zu kaufen gibt. Unsere Firma sitzt in Gmunden im Salzkammergut in Oberösterreich am schönen Traunsee. Und worauf ich persönlich sehr stolz bin, die Produktion findet fast ausschließlich in Österreich und in Deutschland statt. Lassen Sie uns mit der Typologie beginnen. Die gute alte Schindelfassade ist so der Prototyp der vorgehängten, hinterlüfteten Fassade. Besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten, nämlich den Schindeln, also dem sichtbaren Teil, und dahinter befindet sich die Unterkonstruktion. Daran hat sich im Wesentlichen bis heute nichts geändert. Und ich beginne jetzt mit dem Vertikalschnitt durch eine Wand mit einer Fassadenkonstruktion, in dem Fall eine vertikale Bekleidung. Gibt es einen Unterschied, den Sie gleich feststellen werden, zur horizontalen Bekleidung. Bei der vertikalen Bekleidung braucht man nämlich, ich zeige jetzt mit dem Cursor drauf, zwei Unterkonstruktionsebenen. Zum einen die Grundleitung, die an der Wand sitzt,
und zum anderen im rechten Winkel dazu angeordnet die Traglattung, auf die dann die Bekleidung montiert wird. Das einmal nur so zum Aufbau. Wir werden heute großteils über Bekleidungen mit offenen Fugen sprechen. Und im Gegensatz zur vertikalen Bekleidung, die horizontale Bekleidung, in diesem Fall handelt es sich um Rhombuslatten, wieder mit offener Fuge. Und der große Unterschied fällt schon auf zum linken Bild. Es gibt nur eine Unterkonstruktionsebene. Die blauen Pfeile zeigen jeweils die durchströmende Luft. Luft ist für den Holzbau sehr wichtig. Es hat beim letzten Vortrag ein paar Anmerkungen im Chat gegeben, wie die Details gelöst sind. Da sind wir eben genau beheimatet mit unseren Technikern. Wir machen uns extrem viele Gedanken, wie kann die Luft am besten durch die Konstruktion, beziehungsweise wie kann das Wasser am besten weg. Zur Typologie. Das ist jetzt eine Einteilung, die ich selbst getroffen habe für den Vortrag. Gibt es natürlich wesentlich mehr Merkmale. Ich habe mich einmal orientiert nach der Ausrichtung. Ist die Beplankung oder die Lattung vertikal oder horizontal? Nach der Art der Fuge, ist diese offen oder geschlossen? Nach der Art der Befestigung, sichtbar oder verdeckt? Und nach der Art der Oberfläche, ist es ein unbehandeltes Holz oder wurde es behandelt? Auf diese Punkte werden wir heute noch näher eingehen. Was ganz interessant ist, eine Stärken-Schwächen-Analyse nach Lagerichtung der Deckbretter. Sie sehen rechts zwei Bilder. Einmal ein Bild von einer vertikalen Fassadenstruktur mit der sogenannten offenen Fuge. Und diese Fassade offensichtlich ist unbehandelt, einfach unbehandeltes Lärchenholz. Im rechten Bild finden Sie auch eine vertikale Struktur, auch mit offener Fuge. In dem Fall wurde es behandelt an der Oberfläche mit einem sogenannten Vorverkauungsanstrich, also einer Verkauungslasur. Was ist jetzt der Vorteil von solcher vertikaler Anordnung? Es ist fast logisch, das Wasser fließt in Faserrichtung ab. Also entspricht eigentlich der natürlichen Richtung, wie auch ein Baum gebaut ist. Wasser fließt der Schwerkraft folgend einfach von oben nach unten und die Fasern stehen praktisch dem Ganzen nicht im Weg. Sollten jetzt an der Oberfläche Risse auftreten, dann sind diese relativ unkritisch, weil das Wasser nicht sehr lange verweilt. Das Schraubbild ist unabhängig vom Ständerraster. Ja, das ist eine Feinheit. Der große Nachteil, es ist eine zweite Unterkonstruktionsebene nötig und ein Verschleißtausch beim Sockel ist nicht möglich. Wenn Sie sich vorstellen, wenn jetzt im Sockelbereich, und das ist ein neuralgischer Punkt, wenn da viel Spritzwasser auf die Fassade wieder zurückspritzt, dann wird es hier zunächst einmal zu einer schnelleren Vergrauung kommen, aber auch zu einer rascheren Verrottung. Und wenn das passiert, dann ist natürlich das ganze Fassadenbrett auszutauschen und das ist ein Riesenaufwand. Nächste Folie, das Ganze jetzt mit der liegenden Ausrichtung der Hölzer. Wir haben hier zwei Fotos von zwei Wohngebäuden in meiner unmittelbaren Nähe. Links wieder eine Fassade, die unbehandelt ist, eine sogenannte Stülpschalung. Rechts eine Fassade, die mit einem Vorverkauungsanstrich versehen wurde, schon im Holzbaubetrieb. Was ganz interessant ist, die linke Fassade wurde erst vor 3,5, 4 Jahren montiert, ist eine Ostfassade, die sieht eben so aus wie hier im Bild. Die rechte Fassade ist, glaube ich, jetzt schon fast 10 Jahre alt. Könnte man so vom ersten Hinblick genau umgekehrt interpretieren. Ich komme jetzt zu den Vorteilen der horizontalen Deckbretter. Es gibt eben in der Unterkonstruktion nur eine Ebene. Das ist ein Stärkenvorteil der Konstruktion, aber natürlich auch ein geringerer Aufwand. Im Sockelbereich, wenn er nicht so vorbildlich wie hier ausgeführt ist, kann man bewusst einen Verschleißteil oder Verschleißbretter einplanen. Das heißt, die untersten 2, 3 Bretter können nachträglich vorzeitig einmal ausgetauscht werden, wenn es dann eben notwendig sein sollte. Und ich komme jetzt gleich zum größten Nachteil. Obere Brettkante anfälliger, das ist jetzt hier bei der Stülpschalung nicht relevant.
Das wäre dann relevant, wenn es eine offene Fuge gibt. Aber der große optische Nachteil ist eben, wie man auf dem linken Foto hier sieht, die inhomogene Vergrauung. Gut, zu dem Thema Oberfläche kommen wir später dann nochmal. Wir schauen jetzt einmal hinter die Fassade, das, was man in der Regel nicht sieht, nämlich die Konstruktion. Und da gebe ich Ihnen ein paar Do's und Don'ts mit auf den Weg. Ich beginne mal mit den Holzarten, die wir in der Fassade bei uns finden. Da gibt es die natürliche Dauerhaftigkeit, die aussagt, wie resistent oder dauerhaft eine Holzart im frei bewitterten Bereich ist. Und rechts sehen Sie die Legende dazu. Also 1 wäre sehr dauerhaft, 5 wäre nicht dauerhaft. Also 5 kann man mal eindeutig ausschließen in der Fassade. Und wenn wir uns die Tabelle jetzt ansehen, dann ist das häufigste Holz, das wir in der Fassade finden, nämlich die Lärche, bei einer natürlichen Dauerhaftigkeit von 3 bis 4. Könnte man jetzt sagen, na gut, das ist eigentlich gar nicht so weltbewegend gut. Wir haben dann die Tanne und die Fichte, die auch immer mehr in der Fassade zu finden sind, mit einer Dauerhaftigkeit von 4. Das ist jetzt etwas schlechter, wobei man sagen muss, die Fichte ist in dieser Einteilung wahrscheinlich sogar ein bisschen schlecht bewertet worden. Die bewährt sich nämlich sehr gut in der Fassade und hat gerade eine Renaissance auch unter dem Titel der Vorvergrauung. Fichte und Tanne sind zwei Holzarten, die diese Lasuren sehr gut annehmen und daher wieder häufiger zu finden sind in der Fassade. Unten sind dann die Laubhölzer angeführt. Da möchte ich nur kurz auf die Eiche eingehen. Die Eiche hat eine sehr gute natürliche Dauerhaftigkeit. Großer Nachteil bei der Eiche, die Gerbsäure. Das heißt, man muss sich bewusst sein, dass es hier zu Auswaschungen kommt und dass darunterliegende Bauteile eventuell verfärbt werden. Der wichtigste Konstruktionsgrundsatz in der Fassade ist ganz einfach, Feuchtigkeit muss möglichst rasch wieder abtrocknen können oder überhaupt verhindert werden, dass sie eindringt. In der Regel reden wir jetzt vom Abtrocknen. Linkes Bild, ich bin da zu einer Baustelle in Graz gekommen, 2 Stunden nachdem der Regen aufgehört hat. In der Fläche sind die Bretter dieser Holzbrüstung schon schön rückgetrocknet. Unten sieht man, es wurde hier leider kein Abstand eingehalten zur Terrasse, die hier angrenzt. Und dieser Schwammeffekt, dieser sogenannte Schwammeffekt, ist hier sehr schön sichtbar. Und da können Sie sich auch eine Faustzahl merken. Über das Hirnholz, also über diese untere Brettkante, saugt das Holz ungefähr 10-mal mehr Wasser als über das Seitenholz oder quer zur Faserrichtung. Wir haben jetzt 2 Jahre lang diese Schilder und Vorschriften bis zur Übergenüge sozusagen kommuniziert bekommen. Bitte Abstand halten. Abstand verlängert Leben. Das gilt insbesondere auch für Holzkonstruktionen im Außenbereich, also Holz, das Wasser ausgesetzt ist. Zielsetzung von unseren Entwicklungen und auch das, was ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte, geben Sie dem Holz ein Umfeld für ein langes Leben. Das hat natürlich Einflüsse auf die Wirtschaftlichkeit, aber auch auf die Nachhaltigkeit und nicht zuletzt auf die Optik. Und da ist jetzt besonders wichtig, die Unterkonstruktion auch von Anfang an gut mitzuplanen, denn diese ist hauptverantwortlich dafür, ob die Fassade eben lange hält oder ob sie vielleicht ungebührlich kurz ihr Dasein fristen darf und schon wieder zum Wechseln wird. Und das, wie gesagt, hat auch große Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit. Was man generell sagen muss, wenn man jetzt Holz mit einer schlechteren Qualität oder Dauerhaftigkeit einsetzt, aber dafür die Unterkonstruktion besser ausführt oder sehr gewissenhaft ausführt, dann ist man eindeutig auf der richtigen Seite. Noch schlechter wäre es oder schlechter wäre es, sehr hochwertige Hölzer einzusetzen und die Unterkonstruktion mangelhaft auszuführen. Also da kann man relativ viel drehen, an diesem Hebel. Und an Sie als Planer, alle, die jetzt noch auf Planerseite hier sind, möchte ich einfach mit auf den Weg geben.
Bitte nehmen Sie speziell Rücksicht auf die Planung der Unterkonstruktion. Sie können da, wie gesagt, auf die Technik, aber auch auf die Optik großen Einfluss ausüben. Ich beginne jetzt mit dem großen Problemfeld feuchte Nest oder feuchte Falle, wie es gerade im Chat vorhin vorgekommen ist. Wie gesagt, wir sind wieder bei einer Holzfassade mit einer vertikalen Lattung und offener Fuge. Bedeutet ganz einfach, wenn hier Regen fällt und auch noch Wind vielleicht dazu kommt, dass durch die Fuge Wasser auf die Unterkonstruktion durchdringt. Im schlimmsten Fall schlägt hier dann eben der Schwammeffekt zu. Sie haben hier Holz in der Fassade, die Unterkonstruktion ist in diesem Fall Holz und dann die vertikale Lattung ebenfalls Holz. Das heißt, Sie haben mehrere Holz-auf-Holz-Kontaktflächen. Und Sie können sich das vorstellen, wie wenn man zwei feuchte Wettex zusammen hält oder aufeinander legt, dann wird es unverhältnismäßig länger dauern, wieder rücktrocknen zu können. In unserem Beispiel habe ich jetzt ein Fassadenbrett mit einer Breite von 12 cm gewählt und die Unterkonstruktion wäre in dem Fall jetzt 6 cm breit. Ich gehe da jetzt relativ rasch drüber. Merken Sie sich einmal für die nächste Minute die 288 Quadratzentimeter Kontaktfläche für diese Kreuzung eben von Fassadenbrett auf die Unterkonstruktion. Wir haben hier eindeutig die Gefahr von feuchten Nestern und das führt dann natürlich zu einer reduzierten Lebensdauer. Da kann das beste Holz nichts dafür und kann es auch nur bedingt ausgleichen. Hier ist Optimierungsbedarf gegeben und unsere Techniker haben sich für das eine Lösung überlegt. Es geht einfach darum, die Auflagefläche oder die Kontaktfläche der Fassadenbekleidung zu minimieren und möglichst viel Luft durch die Konstruktion zu bringen. In der linken Grafik sehen Sie jetzt wieder das Fassadenbrett, die Wand mit der vertikalen Unterkonstruktionslattung und anstelle dieser horizontalen Latte ist jetzt ein Aluminiumprofil gewandert. Dieses Aluminiumprofil hat jetzt hier einen Abstandhalter, den man einklicken kann. Ich halte ihn einmal in die Kamera, der sieht so aus. Das sind so kleine Klötzchen. Die können einfach in diese Nut des Aluminiumprofils hineingesteckt werden. Und wir sehen es jetzt eh gleich in Natura. Ziel, wie gesagt, ist die minimierte Kontaktfläche und ich habe gesagt, merken Sie sich bitte die 288 Quadratzentimeter. Hier sind wir jetzt im Gegensatz dazu bei nur mehr 6 Quadratzentimeter Kontaktfläche je Deckbrett in Kreuzung sozusagen mit der Unterkonstruktion. Also Faktor 50 geringer. Und was noch dazu kommt, die Kontaktfläche besteht nicht aus Holz, sondern aus Kunststoff. Also eigentlich eine nicht saugende Oberfläche, was die Austrocknung noch einmal begünstigt. Hier jetzt in Natura, das wäre jetzt dieses Fassadenprofil, in dem Fall schwarz eloxiert, was ja gerade bei offenen Fugen Sinn macht, damit man nicht da irgendein ein helles Holz oder ein Naturaluminium durchschimmern sieht. Wird natürlich immer wichtiger, je stärker, je breiter die Fuge ist. Wir sind außerdem der Meinung, dass es absolut Sinn macht, eine dauerhafte Unterkonstruktion auszuführen, weil ich sage so, wenn die Deckbretter nach Hausnummer 20 Jahren zu wechseln wären, könnte man die Unterkonstruktion noch für eine zweite oder sogar dritte Deckbrettergeneration heranziehen. Also die Unterkonstruktion könnte mehrere Generationen an der Fassade bleiben, an der Wand. Nur die Bretter wären eigentlich als Verschleißteile auszutauschen. Das hat natürlich jetzt große Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit, aber auch auf die Nachhaltigkeit. Ich hätte ursprünglich ein paar Folien zum Thema Aluminium und Nachhaltigkeit vorbereitet, geht sich aus Zeitgründen nicht aus. Ich sage nur so viel, Aluminium in einer Holzfassade ist natürlich ein Thema, wo man kritisch betrachten muss. Unsere Meinung ist die, man muss sich das wirklich projektspezifisch anschauen. Wie breit ist die Fuge in der Fassade? Wie sind die Klimabedingungen vor Ort? Und muss dann einfach situationsspezifisch entscheiden. Was noch dazu kommt, wenn Sie das rechte Bild betrachten, dann sehen Sie jetzt diese Klötze.
Das Holz liegt eigentlich nur im Randbereich auf den Klötzen auf. In der Mitte, wie gesagt, kann die Luft durchstreichen und das Holz, das ist ein zweiter sehr positiver Effekt von dem System, kann arbeiten. Holz hat ja Quellbewegungen und auch wieder Schwindbewegungen, je nach Feuchtezustand. Und wenn es zwischen den beiden Schrauben, die man hier im Brett sieht, eingesperrt ist, kann es in der Mitte zu Trocknungsrissen kommen. Und diese Konstruktion sorgt eben vor, damit diese Trocknungsrisse nicht oder fast nicht entstehen können. Ein Beispiel eines Projekts, in dem Fall eine Volksschule in Tulln von Aquadrat Architekten, wo dieses Profil auch schon eingesetzt wurde. Was Sie hier auch sehen, die vertikale Ausrichtung der Hölzer. Es gibt hier, ich hoffe, es ist sichtbar, versetzte Stöße. Also in der Praxis erhält man Fassadenlatten oder Bretter in dieser Länge nicht. Irgendwo sind Stöße einzuplanen und diese Stöße merken Sie sich bitte mal kurz im Hinterkopf, auf die komme ich dann noch zurück. Und bei den Fensteröffnungen möchte ich hier noch sagen, dieses schwarze Aluminiumprofil ist hier bei den Fenstern durchgezogen, ist von außen, aber auch von innen kaum wahrnehmbar. Ein paar Do's für die Konstruktion, die Fassadenbretter. Das ist heute, glaube ich, im zweiten Vortrag von Herrn Clay schon vorgekommen. Die sogenannte Tropfnase oder wie auch die Zimmerer sagen, eine Hinterschneidung. Das sollte man mindestens 15 Grad ausführen. Dann kann das Wasser, das eben das Brett hinunterläuft, hier wirklich definiert abtropfen und wird nicht ins Hirnholz hineingezogen oder stark vermindert. Zweiter Punkt, das wäre jetzt Inhalt eines komplett eigenen Vortrags, das Sockeldetail. Merken Sie sich nur so viel. In der Regel, sagt die ÖNORM, und ich glaube in Deutschland ist es nicht anders, sollten Sie im Spritzwasserbereich 30 cm Abstand vom Holzunterkante bis zum Untergrund vorsehen. Es gibt ein paar Maßnahmen, wo man das reduzieren kann durch Schotter oder durch Roste. Und noch die sogenannte gute Fuge. Im linken Bild sehen Sie jetzt, wenn man so ein Detail hat, wo eben Holz im liegenden Bereich sozusagen an einen benachbarten Bauteil stößt, sollte man mindestens 8 mm Fuge einhalten. Und die Fassade, die wir vorher in groß gesehen haben bei der Egon Schiele Schule, jetzt im Detail, das sind jetzt diese vertikalen Stöße, wo ich gesagt habe, merken Sie sich das kurz. Hier haben wir natürlich einen Bereich, wo Wasser auf Hirnholz trifft. Bei dieser Fuge wären 8 mm zu wenig. Da sollten Sie mindestens 10 mm ausführen, wenn geht, ein bisschen mehr. Und was hier auch noch zu sagen ist, sowohl das obere Brett als auch das untere Brett sollten so hinterschnitten werden, dass eben das Wasser nach außen abgeleitet wird. Das sind so Kleinigkeiten, die sind oft kostenmäßig nicht wirklich relevant, können aber auf die Lebensdauer eine ganz entscheidende Auswirkung haben. Und noch ein Projekt, das mir in Wien aufgefallen ist, da habe ich mich gefragt, warum die vertikalen Fugen so unterschiedlich ausgeführt sind. Das hat einen Grund. Die Fassaden wurden vorgefertigt im Holzbauunternehmen in sogenannten oder zu sogenannten Rosten. Und es wurde aber in der Planung nicht Rücksicht oder nicht keine Zeit darauf verschwendet, sozusagen, wie das Ding dann auf der Baustelle zu montieren ist am Objekt. Wenn man jetzt in diese unabsichtlich breiten Fugen reinsieht, dann sieht man dieses Detail. Das heißt, die Traglatte in der Unterkonstruktion wurde dann mit Schrauben hier so an die Unterkonstruktion montiert. Ist natürlich katastrophal, weil der Randabstand von der Schraube zum Brettende nicht passt. Und Sie können sich auch vorstellen, dass hier Wasser eindringt, hier super sozusagen aufgesaugt wird übers Hirnholz. Hier wird vorzeitig wahrscheinlich auch Verrottung einsetzen. Und dann ist mit der Tragfähigkeit der Schrauben auch nicht mehr sehr weit her. Das sind so Dinge, die muss man sich einfach in der Planung auch mit überlegen. Man muss es nur wissen. Die Punkte habe ich Ihnen nochmal zusammengefasst. Die finden Sie auch in den Unterlagen. Ich will nur auf den letzten noch eingehen. Das Thema Rückbau.
Bitte beachten Sie dieses Thema auch bereits in der Planung. Es wird immer wichtiger. Wir haben heute schon in verschiedenen Vorträgen gehört, Zerlegbarkeit, Wiederverwendung von Bauteilen oder von Materialien. Und der Rückbau ist eines der wichtigsten Themen der Zukunft und das ist in der Planung zu berücksichtigen. Stichwort Schraubverbindung, statt Nagelung zum Beispiel. Jetzt widmen wir uns mit ein, zwei Folien der Schraubverbindung in der Holzfassade. Das ist das, was eigentlich am meisten eingesetzt wird. Nur ein paar Zahlen dazu. Und wir befinden uns im frei bewitterten Bereich, Nutzungsklasse 3. Was klar ist, in dem Fall brauchen wir rostfreie Schrauben. Was man beachten muss, dieses A, das jetzt da unten aufgepoppt ist, ich gehe nochmal weg, dass das Aufpoppen vielleicht sichtbar ist. Dieses A bezeichnet jetzt den Randabstand der Schraube rechtwinkelig zur Faser, zum Brettende. Dieser sollte mindestens 15 mm betragen. Das soll einfach auch dem Aufspalten vorbeugen. Und noch weiter in die Brettmitte soll die Schraube auch nicht gehen, weil es dann eventuell zu Schüsselungen kommen kann. Randabstand in Faserrichtung, das wäre jetzt das B im rechten Bild. Der sollte 50 bis 100 mm betragen. Hier jetzt, das wäre jetzt eine Lattung, die in ein Fenster reinragt. Gilt genauso für den unteren Sockelabschluss. Es sollten auf keinen Fall mehr als 100 mm sein, weil je nach Holzart oder Qualität neigt das Holz zum Drehen oder zum sich verziehen. Und das wäre dann unschön, wenn Sie sich vorstellen, die Schraube sitzt hier 20 cm weg, dann hat das Holz unten jede Möglichkeit, sich frei zu entfalten. Und noch eine interessante Zahl, bis 8 cm Brettbreite genügt eine Schraube. Erst darüber hinaus sind zwei Schrauben pro Kreuzung zur Unterkonstruktion nötig. Schraube, ich bin wie gesagt bei Sieger zuständig für die Beratung von Architekten. Das Wort Schraube versuche ich meistens zu vermeiden. Das interessiert vordergründig einmal kaum jemanden, schon gar nicht einen Architekten, der wesentlich größer denkt. Ich will hier jetzt anhand dieser Folie einfach nur zeigen, die Denkweise und Philosophie unserer Firma und auch, was eigentlich hinter der anscheinend banalen Schraube stecken kann. Das wäre jetzt eine Schraube, die für die Terrasse oder Fassade konzipiert wurde, natürlich rostfrei. Und das Erste, das hier auffällig ist, der extra dünne Kopf mit Sägezahnrippen, bedeutet, die Schraube muss nicht vorgesenkt werden, spart natürlich Arbeitszeit. Und diese typische Faser, die aufsteht, wenn man eine normale Schraube reindreht, entsteht bei dieser Schraube auch nicht. Also es gibt einen sehr sauberen Abschluss des Schraubkopfes mit dem Holz. Wir haben einen Mehrstufenkopf, der einfach nicht die Spaltwirkung hat wie ein Senkkopf. Es gibt hier ein kurzes Stück Linksgewinde, das ersetzt das Vorbohren des Fassadenbrettes. Und wir haben eine Bohrspitze. Wenn Sie sich im linken Bild hier jetzt ansehen, die Schrauben sind alle in einer Reihe. Und Sie stellen sich jetzt ein schmales Unterkonstruktionsbrett hier vor, dann ist es, glaube ich, naheliegend, dass diese Schrauben eine gewisse Spaltwirkung auswirken oder erwirken. Und diese Bohrspitze verhindert das. So, jetzt kommen wir zur verdeckten Befestigung, dem Pendant zur sichtbaren Schraubbefestigung. Gleichzeitig eigentlich das Spezialgebiet von Sieger. Sie sehen hier, dass Sie nichts sehen, nämlich von der Schraube. Und da passt einfach, zumindest aus unserer Sicht, der Spruch, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche nämlich, oder ein sehr wichtiger Teil, die Unterkonstruktion und das Befestigungsmittel. Wir machen jetzt einen kurzen Blick hinter die Fassaden. Und ich möchte zu Beginn noch sagen, bevor wir uns jetzt die Bilder anschauen, eine unsichtbare oder verdeckte Befestigung hat jetzt nicht nur optische Vorteile, sondern die Systeme, die ich Ihnen jetzt ganz kurz zeige, haben auch große technische Vorteile, die auch auf die Lebensdauer wiederum sich positiv auswirken. Nämlich, sie gleichen das Quell- und Schwindverhalten des Holzes aus, sprich, das Holz bekommt weniger Risse. Und jeder Riss, der vermieden wird, ist natürlich eine
Sollbruchstelle weniger im System. Sie sind sehr rasch montierbar, sie sorgen in sich schon für den nötigen Abstand zur UK und verletzen die Holzoberfläche nicht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Befestigungen, die von hinten erfolgen, beschädigen die Oberfläche nicht. Das ist jetzt wichtig für das eben Vermeiden von Wassereintritt. Wenn wir aber jetzt uns überlegen, dass das Holz vielleicht ein zweites Leben bekommen kann nach der Fassade, dann ist es natürlich viel schöner, wenn die Oberfläche nicht verletzt ist. Und sie erlauben den zerstörungsfreien Rückbau. So, jetzt haben wir hier im rechten Bild einen Blick hinter die Kulissen sozusagen, nämlich den sogenannten Fassadenclip. Und ich will hier nur zeigen, es ist ein System, das gleich auch den Abstand nach hinten herstellt, sodass Holz nicht auf Holz aufliegt. Und der blaue Pfeil soll einfach zeigen, hier kann die Luft Durchströmung und Rücktrocknung erfolgen. Ein zweites System, hier an der Bundesschule Aspern von Fasch und Fuchs eingesetzt, ist der Rombofix. Der ermöglicht jetzt horizontale Gliederungen mit offener Fuge. Das ist jetzt überhaupt das System, meiner Meinung nach, das am schnellsten zu montieren geht. Im linken Bild sehen Sie, wie der aussieht im Detail. Nur eine Schraube je Kreuzungspunkt, Abstand zur Unterkonstruktion gleichgegeben. Luft kann durchpfeifen, System wird trocken. Und was man auch sieht sofort, das Holz braucht eine entsprechende Fräsung. Also in dieser Fräsnut sitzt dann der Halter drinnen. Diese Hölzer, die eine Fräsung benötigen, bekommen sie im Fachhandel. Also das ist jetzt nichts, was man objektspezifisch fertigen lassen muss. Und das letzte System, das ich Ihnen in dem Zusammenhang zeigen möchte, ist der sogenannte Senofix. Das ist überhaupt unser renommiertester unsichtbarer Befestiger sozusagen, kommt eigentlich aus der Terrasse, gibt es jetzt auch für die Fassade. Wir sehen ihn hier links, sorgt wieder für Abstand zur Unterkonstruktion. Und bei dem ist das Schöne, es ist ein sehr einfaches System. Das heißt, wenn diese Schraube hier eingedreht wird, dann werden diese beiden Flügel auseinandergedrückt und pressen sich seitlich sozusagen in diese Fräsnut, in diese Ausfräsung hinein und das Holz ist somit festgehalten. Wenn man sich so ein Bild der fertigen Fassade betrachtet, dann sieht man, dass man nichts sieht, also der Halter ist verdeckt oder nicht sichtbar. Und das Schöne daran ist, sollten Sie einmal ein Brett im Feld auswechseln wollen, dann ist es sehr einfach möglich. Man muss nur in einer Fuge die Schrauben rausdrehen, dann nimmt die Flügelspannung wieder ab und Sie können das Brett herausdrehen. Ja, und solche Bretter, wie wir es hier sehen, die können Sie sozusagen, die sind eigentlich absolut an allen vier Seiten nicht durch eine Schraube durchdrungen. Die können durchaus in einem zweiten Leben noch einmal im Baubereich irgendwo Anwendung finden. Und das sind wesentliche Vorteile, die man in der Planung schon mitdenken sollte. Kurzer Blick auf die Zeit. An der Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, dass Sie zu allen unseren Systemen sehr kurze Animationsvideos finden auf YouTube. In diesen Videos sind die Systeme von der Funktion und von der Montage ohne Worte verständlich. So, wir kommen zur Oberfläche. Hermann Kaufmann hatte mal gesagt, kaum etwas polarisiert in der Diskussion über den Holzbau mehr wie die Holzfassade. Für die einen ist sie der Inbegriff von Schönheit, für die anderen einfach nur hässlich, fleckig, vergänglich und billig. Das ist in der Planung schon ein wichtiger Aspekt. Die Bauherrschaft muss sich einfach bewusst sein, wie wird die Fassade aussehen und auf das kann man in der Planung schon großen Einfluss nehmen. Zwei Objekte, die ich am Wochenende entdeckt habe. Links ein Fünfgeschosser, ein Wohnbau. Das ist jetzt der, der vor ungefähr 4 Jahren errichtet wurde. Sie sehen hier einen Blick auf die Westfassade. Die ist schon relativ dunkel. Es ist in dem Fall Lärchenholz. Und in der Planung offensichtlich berücksichtigt, die Südfassade, die wird nie grau werden. Die wird höchstens ein bisschen anderen Braunton noch bekommen. Aber es ist ganz einfach, es wirkt geplant, es ist einfach definiert. Im rechten Bild ein Wohntrakt eines Bauernhofes.
in dem Fall die Ostfassade, eine Bodendeckelschalung. Die ist jetzt ungefähr 10 Jahre alt. Das wird wahrscheinlich in nochmal 10 Jahren auch nicht viel anders aussehen. Das wird nie ein homogenes Braun werden. Ich weiß von den Bauherren, dem ist das völlig egal. Das passt so. Aber man muss sich bewusst sein, der Bauherr muss darauf hingewiesen werden, wie sieht das später mal aus? Oder gibt es irgendwann einmal überhaupt eine vollkommene oder eine homogene Vergrauung? Das sind zwei Fotos von meinem Haus. Linkes Bild die Südfassade, rechtes Bild die Westfassade. Soll auch zeigen, das ist in dem Fall eine Fichtenfassade, 830 Meter Seehöhe. Soll zeigen, die Fichte kann auch auf 830 Meter unter extremen Wind- und Regenbedingungen, wie sie bei uns vorherrschen, sehr schön altern, 11 Jahre alt. Ganz rechts das Bild zeigt einfach eine Latte aus der Südfassade. Das sind die Verfärbungen je nach Höhe der Latte. Ganz rechts, unten praktisch zum Übergang zur Terrasse. In der Mitte, das wäre der obere Übergang zum Balkon und das ganz linke Segment, das wäre die Verbraunung in der Mitte, wo wenig Wasser dazu kommt, aber viel Sonne. Das Thema Nachhaltigkeit, ein sehr wichtiges, wo wir heute schon ein paar Inputs bekommen haben. Diese Zahlen haben Sie in zwei Vorträgen schon gehört. Ich will nur noch mal bewusst machen, der Einfluss der Bauindustrie auf das Aufkommen von Feststoffmüll oder von Treibhausgasen ist enorm. Wir können hier ungefähr von 40% ausgehen. Das habe ich mir jetzt gestohlen vom Vortrag von Sebastian Schuster am Vormittag. Es hat einfach perfekt zu den folgenden Folien gepasst, nämlich machen Sie sich im Lebenszyklus des Gebäudes auch Gedanken zur Nutzungsphase. Das ist klar. Ich meine das jetzt für die Fassade. Je länger die nutzbar ist, desto besser für die Nachhaltigkeit. Je besser die befestigt ist im Sinne von Rückbaubarkeit, desto kostengünstiger die Entsorgungsphase. Und hier rechts haben wir das Potenzial für die Wiederverwendung, nämlich die Rückgewinnung und Rezyklierung. Das sind genau die Stichworte, darum habe ich mir die Folie gestohlen. Ein Buch, das ich Ihnen auch ans Herz legen möchte, ist Bauteile wiederverwenden. Da geht es um zirkuläres Bauen. Und in dem Buch wird sehr schön behandelt die Verlängerung der Lebensdauer von Bausubstanz. Da sind wir jetzt wieder genau dort, was uns eigentlich wichtig ist für unsere Systeme, nämlich eine kaskadische Nutzung. Priorität muss immer der Erhalt der Bausubstanz haben, nämlich dass das Ding möglichst lang am Gebäude bleiben kann, in einer entsprechenden Qualität. Dann zweite Priorität, die Wiederverwendung. Wenn möglich, sollte das Teil einen erneuten Einsatz erleben können und erst dann die Verwertung. Da redet man jetzt davon, dass das Ganze jetzt von der Struktur her eine Veränderung erfährt. Sagen wir mal, das Betonrecycling zum Beispiel. Im Falle des Holzes wäre der letzte Schritt des Lebenszykluses zumindest die thermische Verwertung. Gut, und dieser Prozess sollte so stark wie möglich hinausgezögert werden. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit und auf unsere Zukunft. Eine Zeitschrift, die mir letzte Woche in die Hände gefallen ist, habe ich durchgeblättert. Da sind diese Begriffe aufgepoppt. Es geht um Rückbau, Wiederverwendung, sortenreine Trennung. Und wie man dachte, na, umso wichtiger ist eigentlich die Schraubverbindung. Möchte auch den Herrn Klee noch zitieren, der heute in seinem Vortrag gesagt hat, da ist nichts verklebt, da ist alles gesteckt oder verschraubt. Also Schraubverbindungen sind wieder lösbar, will ich Ihnen einfach mit auf den Weg geben. Ein kleiner Sprung, ich bin jetzt dann schon bald am Ende meines Vortrags. Eine Riesenaufgabe in unserer Bauwelt ist die Bestandssanierung. Ein System, das noch sehr unbekannt ist, eine Schraube, die ich aber in dem Zusammenhang zeigen möchte, weil sie auch unmittelbar mit der Fassade zu tun hat. Ist bei uns unter dem Begriff Bezifix Therm erhältlich.
Das heißt, dieser Teil der Schraube steckt in der Wand. Das kann jetzt ein altes Bauernhaus sein, das kann eine Brettsperrholzwand sein. Dieser Teil hier, die gibt es in verschiedenen Längen, ist der Dämmbereich bis 30 cm. Und dieser Kopf, dieser Gewindeteil, der ist flexibel auf der eigentlichen Schraube aufgebracht. Auf dem sitzt jetzt die Holzunterkonstruktion der Fassade. Jetzt wird es gleich klarer, glaube ich. Wand, Dämmung und eben diese Traglatte der Fassade. Sie sehen jetzt hier diese Schraube. Und das wäre jetzt dieser flexibel gelagerte Gewindekopf. Wenn man den jetzt verdreht, dann kann man sozusagen diese Traglattung der Holzfassade damit einjustieren und man kann Unebenheiten von Gebäudewänden sehr gut ausgleichen. Was dazu kommt, die Konstruktion ist praktisch wärmebrückenfrei. Wenn jetzt diese Lattungen eingerichtet sind, gibt es eine zweite Schraube, in einem gewissen Winkel wird die eingedreht und damit entsteht ein steifer Knoten. Solche Latten können auch große Fassadengewichte abtragen. Also ich sage mal, eine Eternitfassade, Faserbetonfassade ist kein Problem für dieses System. Ja, das haben wir alles gehabt. Und zum Schluss komme ich noch zu den Trends. Jetzt kommen fast nur mehr Bilder. Es gab von Proholz Oberösterreich 2018 eine Studie. Von der Johannes Kepler Universität wurde die abgearbeitet. Und zwar ging es da darum zu untersuchen, ob Holzbau mehr Reputation für den Bauherrn bringt. Und zwar im Bereich Gewerbe- und Industriebauten. Mehr Reputation in der Wahrnehmung, nämlich durch die Öffentlichkeit. Und das kann natürlich in erster Linie nur passieren, wenn man Holz in der Fassade sichtbar hat. Fazit dieser Studie. Für den Bauherrn gibt es 12% Gewinn an Reputation im Vergleich zu einer Massivbau-Variante. Und was vielleicht ganz interessant noch ist, es wurde auch gefragt, sind Sie bereit, mehr zu bezahlen für Produkte eines Herstellers, der offensichtlich etwas für die Natur tut? Oder was beurteilen Sie als Dienstnehmer sympathischer? Eben die Variante Holzbau oder die Massivbau-Variante oder mineralische Variante. Und der Holzbau hat da ein Plus erzielt von teilweise über 30% gegenüber der mineralischen Variante. Also durchaus Vorteile, Holz auch in der Fassade zu zeigen, die auch wirtschaftlich über Umkehrschlüsse sozusagen wieder geltend gemacht werden können. So kann es natürlich auch funktionieren. Auch zwei Projekte, die mir am Wochenende ins Auge gestochen sind. Holz wird gezeigt im Eingangsbereich. Das sind natürlich eher Alibi-Lösungen. Also uns wäre lieber, wenn die gesamte Konstruktion aus Holz wäre. Soll aber nur zeigen, die Studie wird anscheinend schon verstanden. Holz ist sympathisch und wirkt einladend. So, das Thema der computerunterstützten Fertigung ist noch ein weiterer Trend, der auch in der Fassade Eingang findet. Es gibt auch ein Forschungsprojekt, wo wir teilnehmen zu dem Thema vorgefertigte Holzfassaden unter Einbindung von Robotik. Hier sehen Sie so eine Fertigungsanlage, wo die Fassadenbretter montiert werden durch einen Roboter und wo auch die Längen hier in dem Bereich zum Beispiel abgelenkt werden. Also ein sehr exaktes Arbeiten könnte die Antwort auf steigende Kosten sein. Nämlich Baustellenarbeit ist natürlich vergleichsweise teure Arbeit. Alles, was im Werk erledigt werden kann, ist vergleichsweise günstiger und natürlich auch eine Antwort auf den zunehmenden Facharbeitermangel. Ein weiterer Trend ist die Vorvergrauung. Zu dem Thema möchte ich jetzt nur die Bilder sprechen lassen. Und der letzte Trend, den ich heute noch behandeln möchte, sind die sogenannten Holzlamellen in der Fassade. Hier ein sehr schönes Beispiel. Volksschule Maria Grün in Graz von Berchtold Kalb Architekten. Da wurden relativ massive Pfosten in der Fassade vertikal eingesetzt. Also wirklich Pfosten 24 mal 4, 5 Zentimeter. Mit solchen Lamellen bezweckt man meistens eine Gliederung des Gebäudes, teilweise auch einen Schutz vor Einsicht und natürlich
Es muss aber auch geplant sein, kann das Thema auch zum Sonnenschutz einen kleinen Beitrag leisten. Weiteres Beispiel in Graz ebenfalls von Markus Berntaler Architekten, der E-Campus von Energie Steiermark. Das sind jetzt Holzlamellen, die sind 16 Meter lang, 40 Zentimeter tief, 8 Zentimeter stark. Worauf will ich hinaus? Man sieht jetzt in Architekturzeitschriften immer verstärkt diese Holzlamellen. In der Praxis sieht es so aus, es werden ein paar Striche reingezeichnet und am Ende darf der Bauschlosser sich eine Lösung überlegen, wie die Lamellen befestigt werden an der Wand, und will nur einen kleinen Ausblick geben. Das ist für uns jetzt gerade wieder eine Aufgabenstellung. Wir wollen genau für diese Details ein System entwickeln, das einfach optisch kaum wahrnehmbar ist, wo der konstruktive Holzschutz passt, wo es gesicherte statische Werte dahinter gibt und wo die Dauerhaftigkeit gewährleistet ist und natürlich auch die Kosten passen. Am Ende noch Literaturempfehlungen für Sie. Drei Bücher. Besonders das linke wurde sehr stark ausgezeichnet. Ein sehr schönes Buch, Fassaden aus Holz von Proholz und Holzforschung Austria. Das Interessante hier an dem Buch ist, da wurden einige Objekte dargestellt, wie sie im neugebauten Zustand ausgesehen haben, speziell eben die Fassade, wie sie aber dann nach 7, 8, 10 Jahren aussehen, die Fassaden. Also da kann man sehr viel lernen aus dem Buch. Die anderen erwähne ich jetzt nicht im Detail aus Zeitgründen. Ich darf noch das Angebot von unserer Seite an Sie richten. Wenden Sie sich sehr gerne an mich, wenn es irgendwelche speziellen Details oder irgendwelche neuen Entwicklungen verfolgen im Bereich von Holzfassaden. Ich stehe Ihnen auch gerne mit Mustern, auch individuell erstellten Mustern zur Verfügung und möchte Ihnen noch die Schlussbotschaft mitgeben. Nehmen Sie in der Planung als Architekt, als Tragwerksplaner bewusst Einfluss auf die Konstruktion. Es macht sich einfach in der Ästhetik bemerkbar und bezahlt, aber auch in der Nachhaltigkeit und in der Wirtschaftlichkeit. Ich darf mich jetzt an der Stelle bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und stehe jetzt noch für Fragen sehr gerne zur Verfügung.